Liebe Sprembergerinnen, liebe Spremberger, zum Weihnachtsfest grüße ich Sie ganz herzlich hier aus dem Innenhof des Spremberger Rathauses. Weihnachten ist ja eine Zeit des Trubels. Vielleicht geht es Ihnen so wie mir und so wie vielen anderen. Man kommt ja kaum noch hinterher mit den vielen Gelegenheiten, sich im Kreis der Familie, im Kreis der Kollegen, der Freunde und Bekannten zu treffen. Schön, dass es auch in unserer Stadt so viel Gelegenheit dazu gibt. Spremberg schmückt sich auch immer zur Weihnachtszeit. Für unser Lichterfest sind wir weit bekannt. Und auch unser Weihnachtsmarkt hat seit dem vorigen Jahr eine ganz neue, tolle Ausstrahlung rund um die Kreuzkirche, aber auch das Weihnachtssingen mit dem RBB im Bullwinkel und natürlich der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die Spremberger Land e.V., an den City Werbering, aber auch an meine Mitarbeiter der Verwaltung, die sich da auch ganz viel Mühe geben, viel Kraft und Elan in die Vorbereitung stecken. Am 5. Dezember haben wir die Ehrenamtler in Spremberg geehrt. Und gerade das Weihnachtsfest ist eine gute Gelegenheit, um Ihnen an dieser Stelle auch noch einmal Dankeschön zu sagen. Ohne Sie wäre das Leben in Spremberg, gerade auch zur Weihnachtszeit, nicht so vielfältig, wie wir es kennen. Nicht vergessen möchte ich auch die Michaelkirchgemeinde, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die schöne Tradition in Spremberg, Heiligabend nicht allein, fortzuführen. Es wird eingeladen ab 17 Uhr in die Gemeinderäume zum sinnlichen Zusammensein und zur Feier des Weihnachtsfestes. Ganz persönlich wünsche ich Ihnen ein gesundes Weihnachtsfest, besinnliche Weihnachtsfeiertage im Kreis der Familie, mit Freunden, Verwandten, Bekannten und auch die Gäste, die sich in Spremberg zusammenfinden werden zum Weihnachtsfest, grüße ich an dieser Stelle ganz herzlich. Ein frohes Weihnachtsfest!